Herr Brandt, aktuell wird die Green Economy als Ausweg aus der ökologischen Krise diskutiert. Wie sieht Ihre Einschätzung dazu aus? Die Strategie oder der Vorschlag einer Green Economy ist ungefähr 2008, 2009 entstanden, um in der multiplen Krise, also Wirtschafts- und Finanzkrise, aber auch Umwelt, Ressourcen, Klima, andere Dimensionen der Krise, eine Lösung zu finden, in dem vor allem die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, auf der internationalen Ebene, auf der nationalstaatlichen Ebene, damit die Unternehmen, die Investoren und die Konsumenten stärker in grüne Bereiche investieren oder nachfragen. Also die Grundidee ist die der Rahmenbedingungen, der adäquaten. Und auf der Rio-Konferenz in 2012 in Rio de Janeiro, der sogenannten Rio+20-Konferenz, wo versucht wurde, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zu aktualisieren, ist dann der Begriff der grünen Ökonomie zum Zentralbegriff geworden. Und das wird jetzt versucht, in Strategien umzusetzen. Aus meiner Sicht ist es eine progressive Strategie. Es ist also nicht Business as usual, es ist keine öko-autoritäre Strategie oder anderes, sondern es ist erstmal progressiv. Und trotzdem hat die Green Economy Strategie systematische Grenzen. Die Idee der Rahmenbedingungen reicht aus meiner Ansicht nicht, wenn wir die Orientierung von Unternehmen verändern wollen, die weiterhin profitorientiert sind. Wenn wir eine Lebensweise der Menschen verändern wollen, die ich als imperiale Lebensweise bezeichne, also der permanent selbstverständliche Zugriff auf die billigen Ressourcen des Weltmarktes, auf die billige Arbeitskraft, da muss meines Erachtens mehr verändert werden als nur die Rahmenbedingungen. Es müssten kapitalistische Konkurrenzen außer Kraft gesetzt werden um Ressourcen im Rahmen von imperialen Politiken, von Ressourcenpolitiken. Und da drückt sich die Strategie der Green Economy etwas herum. Es wird eher dethematisiert, sondern es wird so eine Art Win-Win-Win-Konstellation geschaffen. Also wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, dann werden die Unternehmen gewinnen, die Arbeitnehmer, die Regierung, die Umwelt natürlich, das Klima. Und was draußen bleibt, sind die Konflikte. Wir brauchen ja Konflikte, um ernsthafte soziale und ökologische Transformationsprozesse. Das bleibt etwas abgeschottet. Sie sagen ja auch, Wachstum ist nicht nur Ideologie, sondern ein tief verankertes soziales Verhältnis. Können Sie das nochmal näher erläutern? Der Ideologiebegriff in den Sozialwissenschaften ist natürlich sehr breit und sehr umstritten. Ich habe es jetzt eher darauf bezogen, dass mit Wachstumsideologie oft gemeint wird, die Idee, die Orientierung an Wachstum ist das Problem. Und wenn man das verändert, würde man schon das Problem behandeln. Das ist etwas idealistisch. Also wenn die entscheidenden Akteure nicht mehr an Wachstum glauben, wenn die Politik weniger das in der Öffentlichkeit vorgibt, dann würde man das verändern. Und mit dem Begriff des sozialen Verhältnisses möchte ich anzeigen, dass ja die Orientierung, aber auch die Strukturen, die Praktiken, die eben auf eine expansive kapitalistische Produktionsweise setzen, die Unternehmen selber mit ihren Profiten und ihren Investitionen, die Beschäftigten und ihre Interessenorganisationen, die Gewerkschaften, indem sie pro Wachstum sind, die Staaten, deren Steuersystem daran hängt und vieles andere. Das meine ich mit sozialem Verhältnis. Also wir müssen mehr verändern als nur das Denken und die Orientierung am Wirtschaftswachstum, sondern wir müssen ganz massiv soziale Praktiken verändern, soziale Verhältnisse verändern. Und nochmal zurück zur ersten Frage, wenn die grüne Ökonomie aus Ihrer Sicht nicht der Ausweg aus der Krise sein kann, was wären denn Ihre Vorschläge oder welche Rahmenbedingungen bräuchte es zumindest? Also erstmal möchte ich betonen, dass die grüne Ökonomie eine progressive Antwort ist. Man sollte das eben nicht jetzt den Schleier lüften und sagen, die sind zu kurz, sondern es wäre schon ein Fortschritt, in bestimmten Branchen das eben grüner zu machen. Also beispielsweise im Bereich der Mobilität, vielleicht auch auf Elektroautos, aber ganz stark natürlich auf öffentlichen Verkehr zu steigen und anderes. Ja, wir versuchen mit dem Begriff der sozialen ökologischen Transformation ein Projekt zu formulieren, das eben nicht nur auf die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen setzt, sondern tiefer geht, eben gesellschaftliche Orientierung, Kräfteverhältnisse, Interessenstrukturen verändert. Also man könnte mit Dieter Klein sagen, es bedarf einer doppelten Transformation, eine Transformation, die heute durchaus progressive Einsatzpunkte hat, wo auch die grüne Ökonomie gehen würde, aber die perspektivisch darüber hinausgeht. Und aus meiner Sicht ist der Knackpunkt oder die Differenz zwischen einer Strategie von grüner Ökonomie oder soziale ökologische Transformation, welche Zuschreibung gibt man dem Verwertungsimperativ, also der Orientierung an Profit? Die grüne Ökonomie macht das Kapital, die Unternehmen den Profit relativ stark, alles soll grün werden, und eine Perspektive von soziale ökologischer Transformation wäre eher skeptisch und würde sagen, nein, bis heute sind die Renditen eher in der Brown Economy, in den fossilen Branchen und anderen, und deshalb braucht es mehr als eben nur eine Strategie der grünen Ökonomie. Und zum Abschluss noch eine Frage, wie sehen Sie, dass sich Ihre Forschung in den Kollegskontext einbinden lässt? Na, zunächst war ich eingeladen,
über dieses Thema Postwachstum gemeinsam nachzudenken. Einerseits in Europa in den Diskussionen, wo ich versucht habe stark zu machen, dass in der Postwachstumsdiskussion Fragen von Macht, von Herrschaft, von Demokratie unterschätzt werden. Dazu habe ich hier Beiträge geleistet, schreibe ein Working Paper dazu. Und der zweite Punkt, mich einzuladen, war sicherlich meine Forschung zu Lateinamerika. Da spielt der Begriff Postwachstum keine Rolle, aber es gibt einerseits den Zusammenhang, der über den Weltmarkt hergestellt wird, über internationale Politik, dass wenn wir hier Postwachstum oder Degrowth vorantreiben, als Projekt, als emanzipatorisches Projekt, müssen wir natürlich die internationalen Verhältnisse in den Blick nehmen. Stichwort Lateinamerika, aber nicht auch Osteuropa, Asien, Afrika. Und zweitens gibt es natürlich gerade in Lateinamerika interessante Diskussionen um Alternativen. Unter dem Begriff von gutes Leben, buen vivir, Postextraktivismus, also wie kommt man aus der ressourcenextraktivistischen Konstellation heraus. Und was ich jetzt beitragen möchte zur Kollegsdiskussion ist, eben den Zusammenhang, die Verbindung zwischen emanzipatorischen, kritischen Ansprüchen in Lateinamerika und Europa, eben Stichwort Postwachstum, genauer herzustellen. Aus meiner Sicht ist da auch eine große Chance des Kollegs. Also wenn es eine zweite Phase gibt, sollte meines Erachtens noch stärker gemacht werden, was sind eben Fragen von Demokratie, was sind internationale Fragen. Also teilweise ist ja die Degrowth-Debatte etwas provinziell, etwas sehr stark auf das Lokale oder auf Europa bezogen. Und dann natürlich die Frage auch, welche alternativen Diskussionen gibt es woanders. Wir hatten ja bei der Degrowth-Konferenz in Leipzig interessante Panels, wo wir Stimmen aus Indien, Südostasien, Lateinamerika hatten, die selber ihre Alternativen präsentieren, um diese Zusammenhänge herzustellen. Da müssen wir ran. Und das ist bisher erstaunlicherweise noch ganz wenig geleistet. Ja, vielen Dank.